Willkommen bei CSR Automotive. Heute kümmern wir uns um einen Youngtimer, den Porsche 911 996. Haben wir hier freundlicherweise von unserem Nachbarn ausgeliehen bekommen. Porsche 996 in dem Fall das gefaceliftete Modell. Ein erschwingliches Auto mit den typischen 911er Genen und trotz des Alters noch vernünftigen Fahrwerten. 320 PS in der Carrera-Version und ja, man muss sagen, wenn es nicht gerade die Automatik ist, dann geht da im höheren Drehzahlbereich schon auch ganz gut noch was voran. In dem Fall, wir haben ja einige Sachen bereits für den 911 996 konstruiert. In dem Fall widmen wir uns einer Frontspoilerlippe, einer sogenannten Cup-Spoilerlippe in drei verschiedenen Versionen, Materialversionen. Bislang hatten wir Stoßstangen zum Komplettwechseln, um komplett dort die Optik zu verändern. Wir haben Heckflügel, wir haben sogar ganze Facelifts auf 997. Dazu am besten mal bei uns im Shop schauen. Und wie gesagt, in dem Fall nur die Cup-Spoilerlippe. Hintergrund ist der, ich weiß auch nicht genau warum, Porsche steht eigentlich für gutes Design, aber die Schürze ist schon sehr langweilig. Der Böschungswinkel extrem eingearbeitet, sprich die Schnauze schnellt ordentlich nach oben. Keinerlei Spoilerlippen im unteren Bereich, standardmäßig montiert. Macht das Auto natürlich da schon ein bisschen langweilig und es schaut auch ziemlich hoch aus, wenn es nicht gerade tiefer gelegt wird. Deswegen von uns die Cup-Spoilerlippe ein bisschen angelehnt an den größeren Bruder, nämlich den 911 GT3, den es ja damals auch als Facelift-Variante schon gab. Dann schauen wir uns doch einfach mal die entsprechenden Lippen an. Und zwar haben wir einerseits die Glossy-Variante. In dem Fall haben wir ein hochglanz-tiefschwarzes Material. Die genarbte Variante hat so einen leichten mattierten Originalkunststoffoptik und hat den Vorteil, dass es sehr, sehr robust und kratzfest ist. Und dann unsere matte und besonders lackierfreundliche Oberfläche. Entweder man lässt so, wie sie ist, oder durch diese ganz, ganz leicht mattierte Oberfläche lässt sich das wunderbar in Wagenfarbe oder eben in allen Wunschfarben lackieren. Jede Spoilerlippe ist an die Kontur und auch an das allgemeine Erscheinungsbild des Fahrzeuges angepasst. Ich bin kein Fan von universalen Anbauteilen, denn jedes Fahrzeug hat seinen Charakter und jede Zeitepoche hat seine Charakteristik. Gerade jetzt beim 996, diese Kurven noch, was will ich da mit scharfen Kanten? Oder umgekehrt, die neuesten Modelle 991, 992, wenn ich da ein Colani-Design ansetze, dann passt das natürlich nicht zu diesen scharfen Kanten, die jetzt heutzutage im Automobilbereich verwendet werden. Also in dem Fall verbauen wir die Glossy-Variante. Auf der Glossy-Variante befindet sich immer eine Schutzfolie. Das liegt daran, dass im Versand bzw. beim Einlagern und auch in der Produktion das Hochglanz schwarz verkratzen könnte. Natürlich dann immer bei der finalen Montage entfernen. Das lässt sich dann ganz einfach mit dem Fingernagel ein bisschen anheben und abziehen. Viele Leute sagen nämlich, wenn die Spoilerlippe angeliefert wird, was ist denn da los, ja ganz milchig und so leicht eingekratzt. Ja, wie gesagt, Schutzfolie und wir schreiben es auch extra nochmal drauf, Achtung, Schutzfolie entfernen. Wie gesagt, wegmachen und alles ist gut. Wie man jetzt die Cup-Spoilerlippe an den Carrera dran montiert, das zeigen wir euch jetzt. Zum Montieren empfiehlt sich als allererstes natürlich eine Hebebühne. Man muss schon versuchen, da ordentlich runterzukommen.
Alles am Boden klappt in der Regel nicht. Also entweder Hebebühne mieten oder gleich zum Spezialisten fahren. Karosseriebetriebe sollten das hinbekommen. Ja, Lackierer und Kfz-Werkstätten auch. Es ist kein Hexenwerk. Und zu zweit sollte man sein, vor allem vorher mal eine Probemontage. Dazu die Schutzfolie auch dran lassen, weil dabei kann man schon einiges verkratzen. Wir setzen die Spoilerlippe an. Wir versuchen zum Radlaufende zu gehen. Und prüfen die Kontur bzw. den Zuschnitt und die Passgenauigkeit. So, in dem Fall sieht man ganz klar die Kontur, das läuft hervorragend. Wir haben seitlich keinen Spalt, wir haben hier überall eine schöne Anlagefläche. Die mittleren Stege, wenn sie dann verschraubt sind, passen auch an den Originalbefestigungspunkten dran. Bei der Kappspoilerlippe selber ist ja nicht nur die ABE dabei und das Anbaumaterial, darauf gehen wir dann später noch ein, sondern auch so ein Anbauzettel. Und der ist wirklich wichtig und zu beachten. Die Position der einzelnen Schrauben. In dem Bereich hier wäre es jetzt richtig angebracht und im Worst Case ganz hinten angebracht eben falsch. Man sieht, dass der Fahrtwind die Stoßstange hier in dem Bereich bzw. den Kappspoilerlippe hier in dem Bereich von der Stoßstange wegdrückt und somit das Abfallen provoziert. Dabei sind von uns Schrauben sowie dazugehörige Beilagscheiben und Muttern. In dem Fall konnten wir die drei Originalschrauben mit in das Design der Kappspoilerlippe einbeziehen. Die haben wir hier. 1, 2, 3. Und das ist das Erste, was wir machen. Die schrauben wir mal weg. Im Übrigen, wie ich es bereits vorhin erwähnt habe, wir versuchen individuell jeden Spoiler auf das jeweilige Fahrzeug anzupassen. Hier sieht man schön die Luftführung der Originalstoßstange. Und durch unseren Spoiler werden diese Luftführungen weder geschlossen noch verdeckt oder ähnliches, sondern im Gegenteil speziell noch genutzt und verstärkt. So, die Schrauben sind weg. Jetzt nehmen wir die Spoilerlippe, halten sie wieder auf die gleiche Position wie bei der Probemontage und markieren uns genau diese Löcher, denn die übernehmen wir zur Montage der Kappspoilerlippe. So, jetzt haben wir die Originalverschraubungspunkte verwendet. Einerseits seitlich und die drei Punkte in der Mitte. Die haben wir als erstes gebohrt und wir können die auch jetzt gleich final festschrauben. Denn alle weiteren Verschraubungspunkte, wie in der Anleitung beschrieben, die können wir jetzt bequem einbohren durch die Kappspoilerlippe und gleich durch die Stoßstange und dann durch Lösen des Unterfahrschutzes mit der Hand reinlangen und entsprechend die Schrauben kontern. So, Spoilerlippe ist jetzt endlich montiert.
Wir haben die Originalverschraubungspunkte verwendet. Einmal hier, mittig am Luftkanal, sowie hier außen. Und dann in ca. 5 cm Abständen an den Berührungspunkten. Sowie nochmal zusätzlich zwei im vorderen Bereich. Die Verschraubung ist das A und O. Gebt euch wirklich Mühe, verwendet jede mitgelieferte Schraube und haltet euch an das Erklärungsblatt von uns. So, schaut alles soweit ganz schick aus. Ich lasse mal das Auto runter, wir schauen uns das an. So, jetzt steht das Auto am Boden. Da schaut das Ganze natürlich gleich viel besser aus. Ich denke mal, das ist mit das Beste, was man mit der Originalstoßstange vom 996-911 machen kann. Ihr habt gesehen, die Montage ist auch nicht so sehr aufwendig, sollte man eigentlich in einer guten Stunde hinbekommen. Und das Schwarz-Hochglanz in Kombination mit dem Dunkelblau, ich denke mal, das macht sich ganz gut. Aber urteilt diesbezüglich selber. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Es würde mich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert für weitere Informationen. Und ansonsten sage ich mal gute Fahrt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.